Moin Leute, herzlich willkommen bei einem weiteren Online-Battle in Warhammer Total War. Und ja Leute, heute ist wieder Random Shit und ich habe mir gedacht, Warhammer hat mir richtig Spaß gemacht beim letzten Mal, auch wenn es ein etwas komischer Gegner war. Ja, da dachte ich mir nämlich gleich noch ein Part auf. Und zwar werden wir dieses Mal als die Chaos-Krieger spielen gegen diese nette neue Goblin-Fraktion, die ich noch gar nicht kenne. Ich habe keine Ahnung, was auf mich zukommt, aber Leute, wir werden das jetzt gemeinsam herausfinden. Und ja, wir spielen auf dieser komischen Karte. Ich glaube, ich habe ihm gegenüber einen Hügelvorteil. Das war jetzt nicht meine Absicht. Aber gucken wir uns gleich nochmal genauer an. An sich habe ich schon Pläne gemacht für nächste Random Shit Folgen. Und zwar haben manche Leute in die Kommentare geschrieben, dass Overwatch jetzt bald Free-to-Play sein wird für ein Wochenende. 17. bis 20. glaube ich. Da werden wir es auf jeden Fall mal zocken. Dann kommt das als Random Shit. Noch war gefragt nach WoT, also World of Tanks oder so. Oder Roost. Die Spiele habe ich noch nicht, weswegen ich ja. Ich weiß, ob ich das machen werde. Das sind zwar Free-to-Play, könnte man sich eigentlich mal angucken. Aber muss ich gucken, ob ich die Zeit für finde, mich in ein komplett anderes Spiel reinzuarbeiten. Nur damit ihr Bescheid wisst. Was kam noch? Ich versuche jetzt hier mal alles zu beantworten, weil ihr da eigentlich sehr fleißig in die Kommentare geschrieben habt. Was kam da noch? Boah. Ich muss nachdenken. Overwatch, da kam Battlefield 1. Battlefield 1 wollen erstaunlicherweise, dass es relativ viele Leute haben. Da habe ich mir gedacht, gut, wartest du, bis du mit Corny die nächste Folge aufnimmst. Und dann wirst du einfach mit Corny zusammen Battlefield aufnehmen. Ein Part für ihn aufnehmen, ein Part für mich, damit ihr auch was Getrenntes zu sehen bekommt. Und ihr, wenn ihr Cornys Part oder mein Part zu Ende guckt, halt immer noch zu dem anderen rübergehen könnt, um da immer noch einen neuen Part zu gucken, wo ihr noch nicht wisst, wie die Schlacht ausgeht. Und ja, das wären eigentlich die Pläne. Warhammer könnte ich eigentlich auch mal wieder in die normalen Battles einfügen. Wäre eigentlich eine Idee, die ich mal umsetzen könnte. Aber ich gucke mal, wie ich das mache. An sich habe ich da nichts gegen, aber es steht wohl noch in den Sternen, wie das laufen wird. Aber Leute, kommen wir zu meiner Armee, denn wir spielen jetzt erstmal hier nettes Total War Warhammer. So, Leute. Ich habe keine Ahnung, was ich hier tue, aber ich habe mir gedacht, als Elite spiele ich die besten Einheiten, die sie haben, und habe die Außerkorne genommen. Bei den Außerkornen habe ich mich für die Zweihandwaffen-Variante entschieden. Denn. Oh, Alter, sehen die geil aus. Die sehen brutal geil aus. Boah, von denen können wir glatt so einen Screenshot machen. Bleib doch mal ruhig. Das ist schon nice. Das ist echt nice. Nee, die zwei Variante aus dem Grund heraus. Es gibt hier einmal die Axt-Schild-Variante, die ist defensiv. Es gibt die Helebarden-Variante, die ist eher gegen Kavallerie und große Gegner gedacht. Aber ich habe mir gedacht, ich nehme die zwei Variante. Somit habe ich zwar gegen Geschosse noch immer eine Schwäche, aber ich kann hingehen und Infanterie einfach nur wegschnetzeln. Werde die somit besiegen. Flankenmäßig spiele ich einfach nur dumme hier Barbaren. Chaos-Barbaren kombiniert mit Chaos-Kriegern. Die sollen die Flanke einfach nur halten. Die Chaos-Krieger sollen sich um schlechtere Flankeinheiten kümmern. Die Barbaren sollen durchhalten und auf Verstärkung warten. Die Hunde werden starke Kavallerieeinheiten abfangen, falls die meinten, frontal reingehen zu müssen. An sich habe ich auf der linken Flanke jetzt nochmal zusätzlich nette Chaos-Ritter. Oh, eigentlich müssten die von unserem zweiten Helden supportet werden. Die hier von unserem Helden. Held? Held? Oh, fuck, es geht ja schon los. Die von unserem Helden hier supportet werden. Der hat natürlich ein Pferd. Das ist einfach nur ein erhabener Held. Ich habe dem keine Fähigkeiten gegeben, weil ich dafür kein Geld hatte. Der soll einfach nur mit seinen guten Stats glänzen. Rechte Flanke ist das gleiche. An sich haben wir als Hauptgeneral einen Typen hier auf seinem netten Pferd. Das ist Meister des Feuers. Der macht eigentlich nichts anderes, als hier einen Zauber machen zu können. Warte. Ne, er hat generell ein paar Sachen dabei, dass die Gegner eine schlechtere Resistenz gegen Feuerzauber haben. Und ja, wir haben ansonsten einen Zauber dabei, der ist gegen einzelne Ziele und einen, der ist nur gegen eine Masse gerichtet. Das heißt, einmal bin ich gut gegen Masse und einmal werde ich nur ein einzelnes Ziel abschießen. Ist eigentlich ein relativ guter Plan. Dann kann ich gut Generäle rauspicken oder mir halt die Infanterie schnappen. Aber an sich wird mein Hauptgeneral nicht kämpfen. Dafür ist der erhabene Held da. Der wird ihn natürlich sehr gut unterstützen in diesem Kampf. Jetzt gehen wir erstmal nach vorne. Wir haben hier erstmal ein bisschen Wald- und Hügelvorteil. Das sollten wir gut ausnutzen. Mein General hat zwar ein Pferd, wird aber trotzdem es nicht aggressiv einsetzen. Die Flanke kann ruhig sich etwas offener zeigen. Was schreibt er? Was schreibt er da? Er meinte, er hätte irgendwas mit dem Spiel angestellt. Ich habe keine Ahnung, was er meint. What the fuck? What the fuck? What the fuck? What is he doing? Kommt mal alle hier hoch.
Wenn ich jetzt unten lang gehe, räume ich ihm den Hügelvorteil ein. Das gebe ich ihm aber nicht gerne. So, dahin. Ihr kommt dahin. Der Djinn stellt sich einfach mal dahinter. Die Flanke hier stellt sich hier hin. Hä? Er kann sich nicht bewegen. Was? Was? Okay. Anscheinend, Leute, hat er es geschafft, alle seine Einheiten hier hochzubuggen. Und jetzt kann er sich nicht mehr bewegen. Okay. Was? Was? Ich glaube, ich gehe einfach mal ein bisschen nach vorne. Unerwartet ist der ganze Scheiß schon. Gut, hier ist Rand der Karte. Ist ein bisschen doof. Kavallerie ein bisschen defensiver aufstellen dann. Ey, was tut ihr da? Ja gut. Ganz so sehr kann ich jetzt, also ganz so hart kann ich jetzt auch nicht nach vorne laufen, weil ich ja gerne noch meine Frische gewährleisten möchte. Ich habe sehr schwere Infanterie hier dabei. Was tut er denn? Also er steht ja wirklich nur da. Wenn er einen Elite-Kampf haben möchte, dann gewinne ich. Ich habe auf Qualität anstatt auf Quantität gesetzt. Wenn er jetzt auf Masse geht und dann kämpft er in dieser kleinen Passage, dann habe ich doch automatisch gewonnen. Ich könnte theoretisch gesehen noch versuchen, mit den Kavalleristen dann noch in den Rücken zu laufen. Gut, die Kavallerie geht wirklich mal dahin und tut das. Ich mache das sogar relativ auffällig, damit ihm auffällt, was ich tun möchte. Das sollte mir Vorteil verschaffen, wenn er es weiß. Aber ihr geht mal nach da, damit keine Kavallerie auf der Flanke einfach durchrennt. Dafür ist auch der Djinn dann da. Ihr könnt nochmal ein Stück nach vorne. Wir machen da dicht. Okay, abgesehen von der Kaff will ich, dass ihr alle geht. Ja, geht generell mal nur bis da. Ja, so viel zum Thema, kannst dich nicht bewegen. Ich sehe doch, dass du dich da bewegst. Oh, die Kavallerie rennt nach vorne. Wie sieht die aus? Oh, die sieht mega geil aus. Gucken wir uns mal unseren General genauer an. Sieht der auch mega nice aus. Ja, ich denke schon. Vor allem für Magier ist der sehr gut getroffen. Na gut. Ich verstehe nicht ganz, was unser Gegner da machen möchte. Ich zeige ihm mal, dass die Kavallerie da gleich ihn angreifen wird. In der ersten Reihe spielt der Orkmoschers. Also ich glaube, die sind scheiße. Ich glaube, da brauche ich nicht mal Meatshield reinzuschicken vorher. Wir könnten ihn mit einem frontalen Charge einfach komplett die Linie vernichten. Machen wir das. Dann halten wir unsere etwas billigere Infanterie sogar erstmal zurück. Bei die Hunde nummerieren wir nochmal einzeln, die Chaoshunde, und stellen sie hinter die Linie. Es wird bestimmt irgendwo einen Grund geben, warum wir sie in der Linie noch brauchen. Dann halten wir sie dafür bereit. So, die Flankeneinheiten gehen da noch lang. Er wird sowieso hier eine Front aufstellen. Genau, mit die Speereinheiten. Dankeschön. Gut, das heißt, er wird die Einheiten einfach zurückhalten. Wir machen gar nichts. Einfach gar nichts. Wir chillen da unsere Basis. Wir warten. Ich habe nämlich keine Lust, dass er sich jetzt mit seiner Kavallerie außen rum wagt. Und wenn das tut, dann kreise ich ihn ein. Das ist jetzt der Plan. Gut, meine Außerkronen sind auf dem Weg. Er will anscheinend echt diesen Engpasskampf. Gut. Ich würde sagen, wir schwächen schon mal seine Einheiten. Weil wir die Magiepunkte dafür haben. Gut, und jetzt warten wir. So, klatscht der nächste Zauber auf seinen Ork-Schaman. Das ist aber nicht sein Hauptkommandant. Da ist der Hauptkommandant. Das ist ein Nachtgoblin War. Oh. Boah, richtig gut. Richtig gut, Leute. Gut, die Sperrinfanterie steht da bereit. Ich habe eine Idee. Mit denen rennen wir doch außen rum. Ich habe eine Idee. Die Hunde können. Ah, ich weiß nicht. Die Hunde lassen wir in der Linie. Aber wenn. Wir könnten jetzt ihm jetzt einfach die Chaoskrieger da reinjagen in die Speere. Das machen wir jetzt. Das sind nur Goblins. Die sollten wir easy besiegen. Gut, weiter nach vorne. Bis kurz vor seiner Reichweite von seinen Bogenschützen.
Das einzige Problem ist für mich echt diese hässliche Spinne. Ich weiß nur, die soll gut gegen einzelne Ziele sein und gegen Masse einfach nur, ja, wegen der Anzahl ersticken und daran sterben. Wenn ich es richtig erklärt bekommen habe damals. Aber es ist schon ein bisschen länger her, dass ich mich damals damit so beschäftigt habe. Gut, ich würde sogar fast die Chaoskrieger hier zuerst reinjagen. Warte, ich würde die schon fast so reinjagen. So, ihr steht dann hier als Reserve noch bei dem Gen. So, komm, Angriff, ihr werdet beschossen. Hundis halten wir noch zurück. Ja, ihr seid jetzt außer Atem, ihr könnt aber mal bis dahin durchlaufen. Wenn er jetzt Kaffee in unserem Rücken hat, habe ich immer noch die Hunde. Will er keinen Gegencharge machen? Gut, doch will er. Er gibt aber, glaube ich, komische Angstbefehle. Ich sollte ihn jetzt abmetzeln. Immer noch 9 Kills. Seine Gesundheit geht runter. Meine auch. Noch habe ich keinen Toten. Ihr habt da der Flankeneinheiten noch. Kümmert euch um die Flankeneinheiten. Beschäftigt das Spinnchen. Hier ist nichts am Rand, wo ich durchziehen könnte. Wisst ihr was? Es sind Goblins. Wir versuchen jetzt mal da einfach durchzubrechen. Ich setze jetzt einfach mal drauf, dass das funktioniert. Gut, gegen den Helden haben meine Männer hier gar keinen Bock zu kämpfen, sehe ich gerade. Das ist der Bug, den er meint. Ey, wenn... what the fuck? Mach den scheiß Zauber. Gut, der Charge hat gesessen, Chaoskrieger. Zurücklaufen. Gut, ihr seid drin. Ja, die Chaoskrieger sind weg. Es wäre besser, wenn die Barbaren weg wären. Okay, hier sind wir durchgebrochen. Legt euch mit dem Schamanen an, bringt ihn um. Nein, nein, lauf hier einfach mal durch. Sind das Mob der gebrochenen Hau-Oscher-Krieger mit Golderfahrung? Kostet das nicht viel in dem Spiel? Oder wie sieht's aus? Geht ihr einfach mal rein und supportet. So. Hoch hier. Ah, ich hätte die Kavallerie doch hier lassen sollen. Er lässt ja überall Lücken frei. Gut, versuchen wir es mit der Einheit hier zu brechen. Wir müssen unsere Männer jetzt supporten. Na gut, konzentriert euch auf den Helden. Gibt es hier einen Weg an der Flanke vorbei? Nein, nicht ohne durchziehen. Also für die normale Kaff geht es ohne durchziehen. Ich habe keine Lust durchzuziehen. Ich will dieses Battle ordentlich gewinnen. Aber ab in die Bogenschützen wieder. Oh, es sieht echt nicht gut aus. Er hat hier noch einen Helden reingeschickt. Den Goblin Garbos. Ich gewinne aber trotzdem klar. Also, das soll es jetzt eigentlich gewesen sein mit denen. Sofort wieder rein. Also einfach mal hier hingehen und sammeln. Ja, mein Magier macht da schon was. Versuch mal den umzubringen mit deinem Anti-Helden-Zauber. Ach, kann doch nicht sein, dass beide Schüsse verfehlt haben. Shit, ey. Dass ich die Kavallerie nicht einsetzen kann, ist echt ein fataler Fehler von mir gewesen, sie auf die Flanke zu schicken. Ich hätte nur die Infanterie schicken sollen. Na gut, jetzt versucht er sich hier meinen Hauptgen zu krallen. Oh ja. Abhauen, abhauen, abhauen mit dir. Hau ab! Der hat sowieso keine Moral dafür. Hau ab! Na gut, der hat jetzt eh nichts mehr. Dann dürft ihr rein. Versucht mal die Einheiten abzufangen. Generell versucht mal von dieser scheiß Spinne zu entkommen. So, er schläft. Sofort rein mit euch. Ah, der hat seinen Gen noch hier bewegt. Ja, komm, rein mit euch. Ihr solltet jetzt relativ frisch sein. Oh nein, Bewegungsbefehl vergessen. Ups. So, habe ich irgendwo Einheiten, die sie gesammelt haben? Oh ja, sofort in den Kampf wieder. Das ist ja Warhammer, da sammelt sich jede Einheit 5-mal. Weiter da.
Mit diese. Okay, geht raus. Das ist der Moment, die Kavallerie hier reinzujagen. Du als kleiner Nebengen kannst dir den auch schnappen, überhabener Held. Nee, jetzt darf ich hier vorbeiziehen. Jetzt darf ich hier vorbeiziehen, mein Freund. So, weiter da. Geh mal da rein. So, du gehst da rein. Du da auch. So, die Schützen haben wir doch. Perfekt. Einen schönen Charge haben wir bekommen. So, teilt euch da mal auf. Bitte sagt mir, dass ihr charged, auch wenn manche von euch hier festsitzen. Du gehst mal da lang, mein Hauptgen. Ihr haltet da mal einfach nur durch. Der Abner Held kann sich hier mit diesem Goblin-Gabbuster da mal kümmern. Du solltest eigentlich keine Probleme haben. Ja, ich sag doch, diese dumme Spinne, die macht es mir echt schwierig hier. So, du gehst nur die Elite-Einheit. Ja, hier versucht er die nochmal in den Kampf zu holen. Einmal bereit machen zum Wegchargen. Nice, nice, nice. Die versuchen da durch abzuhauen. Dann können die sich nicht nochmal sammeln, weil die jetzt alle sterben werden. Gut, jetzt sind die Bogenschützen halt am Arsch. Ja gut, du, wenn du deine meinst, deine ganze Armee da aufstellen zu müssen, ist das dein Problem. Für die Chaos-Barbaren rennen vor. Ihr stellt euch da einfach auf. Tötet sie. Gut, jetzt hat die Spinne keinen Charge mehr. Rein da. Wir bräuchten echt mal wieder Energiepunkte. Hier, werdet ein bisschen stärker. Sammelt euch. Weg, sonst schießen euch die Goblins ab. Oh Mann, nein. Aua. Was? Oh. Fuck, ich verliere das Duell. Helft dem. Er darf das Duell nicht verlieren. Wie sie ihm alle zur Unterstützung kommen. Ja, tötet ihn. Was reitet der Typ da auf gar nichts? Okay. Komm, 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 tötet ihn. Das ist ein Schock-Kavallerie-Gen. Der darf den feuchten direkt nicht mal überleben. So, du gehst mal da rein, während die Kavallerie beschäftigt. Ah, nee, nee, nee. Das ist mir jetzt wieder zu gefährlich. Aber wir haben jetzt einen Zauber wieder. Gut, dass wir was gegen Helden dabei haben. Na, hau ab, hau ab, hau ab. Der läuft zu Fuß! Der kann dich nicht einholen. Zu Fuß läuft der rum. Der holt ihn ein? What the fuck? So. Die Krieger. Laufen bitte nur. Oder gehen halt. Laufen bitte nur. Ja, sicher. So, komm hier rüber. Charge den weg. Die wollen den abenden Helden. Ja, komm mir jetzt zurück. Helfen. 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 Ah. Shit, ey. Das sieht gar nicht gut aus. Hundchen, komm zurück. Alter, diese Spinne, kann die mal sterben? Schnappt euch den Helden da. So, du schnappst dir den Helden und sorgst dafür, dass er sich nicht mehr sammeln kann. Du kannst mir hier nur Tests bei diesem Heldenbattle. Du auch. Nur die Kavallerie und der eine verbliebene kleine Trupp da. Wobei, nee, der kleine Trupp da kümmert sich darum, dass der sich nicht sammelt. Oder wenn er sich sammelt, dass er dann auf die Schnauze dafür bekommt. So. Den überrennen wir jetzt. Wir haben jetzt zwei Helden. Ich hoffe, mein Kommandant stirbt jetzt nicht, bitte. Ja, ja, ja. Tötet ihn. So, ich rette meinen Kommandanten jetzt. Ja gut, dass da versteckte Einheiten sind, war mir bewusst. So, rein da. Hä? Der ist gebrochen. Wie kann der überhaupt auf die Idee kommen, sich da zu wehren? So, die Kavallerie läuft mal hier lang. Extra einfach rein. Hundchen. Ihr jagt den Typen auf, finde ich klasse. Komm. Alter, wie kann der noch kämpfen? Ja, ja, er ist tot.
Gut, ihr beide, seid beide Kavalleristen, ihr beiden Generäle. Ihr wartet, bis der sich gesammelt hat. Okay, er sammelt sich nicht mehr. Gut, alles drauf. Versucht die Spinne mit Überzeugung zu töten. Wieder drauf, wieder drauf. So, du gehst mal da weg von dem. Nicht, dass der deine Zauber blockiert. Ach, Mann, ey. Macht ihn weg. Macht ihn weg. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll. Einfach nur tötet ihn. So, ich habe doch noch irgendwo Hunde. Oh, die sind mittlerweile auch im Kampf, sagst du? Ne, die sind da hinten links. Okay. Sammeln und rein da. Hier deine, die sich sammelt, soll da rein. Na gut. Du auch. Dumm nur, dass der jetzt keine Fähigkeiten hat. Das könnte ich jetzt echt gebrauchen. Nur ich hatte halt echt kein Geld mehr. Komm schon. Komm schon. Wie viel brauche ich dafür? 8. Oh, fuck. Dafür habe ich halt echt nicht die Ressourcen. Komm, komm, komm. Steig die Moral hier. Die Hunde sind auf dem Weg. Gut, dass selbst der eine Held da gebrochen ist. Er wird ihn töten. Wenn er halbwegs schlau ist, wird er ihn jetzt töten, den erhabenen Helden. Ho, ho. Na komm, Rainer. Stirb mit Ehre. So. Dem einen Trupp, da konnte ich leider keine Moral mehr geben, aber der sollte sich jetzt eigentlich gleich sammeln. Das kann nicht sein. Ah, da kommen eine Hunde. Endlich überrennt die mal wieder, bitte. Ja, 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 ja. Moral geben, Moral, Moral, Moral. Das ist jetzt das Wichtigste. Ja, ja, seine Spinne versucht abzuhauen. Ja. 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 Gewonnen. Na gut, ich habe ihn extra angegriffen, damit jeder seine Einheiten kämpfen konnte, weil er sich da reingebackt hat. War eine geile Schlacht. Boah, ich habe, also mit dem Chaos komme ich echt noch nicht ganz so gut klar. Wie der Barbarentrop 94 Kills bekommen hat, verstehe ich auch noch nicht ganz. Aber Leute, ich hoffe natürlich, diese Schlacht hat euch wie immer gefallen und man sieht sich wie immer beim nächsten Mal. Ciao, Leute.